Habidere, servus, grüß euch. Ich bin der Dirk vom Kanal Bavarian Explorers. Heute nehme ich euch wieder mit auf eine kleine Lost Place Tour. Dieses Mal, ihr seht es ja vielleicht schon im Hintergrund, eine kleine Kirche. Habt ihr Lust dabei zu sein? Auf geht's! Das Erstaunliche hier an der Kirche ist die Umgebung, sagen wir es mal so. Da drüben ist nämlich ein Feld. Da haben sie einen ganzen Wald aufgegangen. Aber jetzt mal wieder zurück zu unserer Kirche. Was hier auch noch der Wahnsinn ist, hier geht ein unheimlicher Wind. Also ich hoffe, dass mein Mikro, mein Strohpuschel, was da oben drauf ist, dass der richtig halt gefordert wird. Ich hoffe, es funktioniert. Werden wir sehen. Und übrigens, Leute, es ist der Wahnsinn. Die Sonne, das Wetter. Wir haben Ende Februar. Ich bin beim Herfahren, wir haben 20 Grad plus im Auto. Ende Februar, 20 Grad plus. Gibt es euch das mal. Gut, aber jetzt wieder zu unserer Kirche. Hier sind wir ein Glockenturm. Oder Kirchenturm? Glockenturm? Ist in einem Kirchenturm ein gleichzeitiger Glockenturm, oder? Also ich bin jetzt quasi so ein Christ, aber ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall, was ich erkennen kann, dass da oben nirgendwo eine Uhr ist. Aber, was ich gesehen habe, da ist Offalt. Da war der Träger aussehen. Und zwar kommen wir da neige. Alter Favorit. Da könnte man raufgehen. Seht ihr die Kamera? Ich weiß nicht, ob ich da mit meinen 110 Kilo raufgehe. Schauen wir uns einmal dabei das andere an. Gehen wir mal hier wieder raus. Kommen wir da schon gar nicht durch. Da hinten dann echt die Walter bei dem Arbeiten hier blöd. Das ist da der Eingang. Da ist er. Ja, man erkennt schon an die grünen Wind, dass da relativ feucht erinnert ist. Fenster sind auch schon lange keine mehr drin, also Glasscheiben. Eine Decken oben sind schon sauber nicht riss. Also Vogel ist. Ohne Vogel. Hier ist wieder ein Eingang. Oder Ausgang. Wenn man mal das sehen mag. Na, recht viel mehr ist da nicht. Gehen wir doch in den Glockenturm rauf. Scheiße, mal jetzt schon in Hosen. Aber. Ich wollte sie nicht umsonst gekauft haben. Wir müssen ja einmal eingeweiht werden. Und zwar habe ich mir einen Chip gesagt.
Mal schauen, ob ich mit denen auch überhaupt das Gefühl habe, dass ich die Kamera noch nicht spüre und so. Schauen wir mal. Das ist natürlich die Frage. Seht ihr mich? Ich weiß schon, ihr wollt den Glockenturm sehen, den Kirchturm, nicht mich. Schauen wir mal die Latte ein bisschen schräger hin. Aber die schaut gar nicht so der Haut aus. Wer nicht wagt, wer nicht gewinnt. Ich muss sagen, die Latte schaut relativ fit aus. Also. Hier sind Guckfenster, wo man anschauen kann. Das ist ja jetzt nicht nur die Snaufgrabin. Das ist auch noch. Hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ich weiß es mal ein bisschen. Schauen, dass ich ein bisschen mit zwei Händen arbeiten kann. Aber das ist leichter gesagt wie du. Ich hänge jetzt nur meinen blöden Rucksack. Ich lasse den da jetzt einfach mal liegen, den Rucksack, den braucht jetzt kein Mensch. Dann schauen wir, was mein Akku sagt. Ja, voll. Ah, mei, ist ja geil. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Ich bin ein Geocache. Ja, wie geil ist das denn? Mein ersten Geocache, den ich gefunden habe. Also ich bin registriert bei sämtlichen Geocaches-Dingern, die es gibt, aber schon wegen der Lost Places. Mein Gott, hier bläst der Wind. Ist ja geil. Verdammt, ich habe keinen Kugelschreiber und nichts dabei. Take it easy. Irgendwie seltsam hier oben. Echt? Fuck! Hier ist kein Kugelschreiber. Mein Gott! Mein ersten Geocache und ich komme nicht ein drum. Aber gut, wenn hier ein Geocache ist, dann steigen hier mehrere auf. Bitte da sagen. So, dann gehen wir mal ganz weiter. Wer kommt eigentlich auf die Idee, hier oben einen Geocache zu setzen? Ist hier nur einer. Ah, Leute, ich habe meinen ersten Geocache gefunden. Es gibt so viele Leute, die darüber Videos drehen. Die Aussicht von hier oben ist auch cool. Achtung, ich halte euch mal raus. Weiß zwar noch nicht wie, aber einfach mal so. Wenn ihr den Grund jetzt ganz schnell zu euch, auf euch zukommen seht, habe ich die Kamera fallen lassen. Warum ist die Spitze? Toll, bloß. Da sind nur Leute, sag einmal. Wird ja nicht der zweite Geocache sein, aber das ist aber eine geile Kuppel. Kann ich euch das sagen? Ja, ich
gestaltet sich schwierig. Hier ist ein kleiner Rundumblick. So. Ich muss echt sagen, die Leute, ich weiß immer nie, wo ich euch hinter soll. Mensch, Moment, andere Hand. So rum. Aber da, mein erster Geocache. Hier kann man auch nachschauen. Checken wir allerdings das Wald. Da unten legt mir mein Auto stehen. Aber die hat natürlich fürs Lost Place natürlich auch einen Vorteil. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, hey, was machen Sie da? Sag ich bin Geocacher. Also jetzt ohne Flachs, ich bin wirklich bei Geocache angemeldet, weil ich habe einen Freund, der bei mir im gleichen Dorf wohnt. Das ist auch ein leidenschaftlicher Geocacher und der hat mich dazu einmal animiert. Und ich habe jetzt keinen Kugelschreiber dabei, verdammt. Ich habe sogar einen Geocache-Namen. Deep Diver 01. Na, hat sich da gelohnt, dass wir hier aufgestiegen sind. Erstens mal ist es ein spannendes Abenteuer, für das das die Kyra eigentlich nichts zum Bieten hat. Das ist hier hinaufgraben schon anstrengend, aber das Ganze mit einer Hand auch halt. Ein Rucksack. Autsch. Ups. Angestoßen. So. Warum habe ich eigentlich immer diesen beknackten Rucksack mit? Kurze Wix. Ja, scheiß Akku, guck mal rein, Dosentaschen da. Aber ihr habt ja gesehen, ich habe da meine Handschuhe drin gehabt. Was ich natürlich nicht habe, ist ein Kugelschreiber, kurze Fix. Aber vielleicht liegt hier am Boden einer. Nein, auch nicht. Aber mit dem Rucksack macht es das Ganze schon scheiß eng und brutal warm. Also wie gesagt, wir haben Ende Februar und es hat 20 Grad. Aber geile Geschichte. Ich tue mich auf jeden Fall über die Geocache-App tue ich mich einloggen, dass ich hier war. Meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Ja, leider, das war es eh schon wieder. War spannender, als ich gemeint habe. Aufgrund des Geocaches. Wir können jetzt noch einmal um die Kirche drumherum, rundherum gehen. Die ist auch schon ein bisschen einsturzgefährdend. Also man hat ja den Riss innen drin gesehen. Aber für einen Geocache immer noch eine coole Geschichte. Und vor allen Dingen, man hat einen Grund, dass man als Urbexer hierher gehen darf. Oder, ja, was heißt darf? Man halt hierher geht, weil man ja ein Lost Place. Ihr wisst, was ich meine, Geocache hat. Gut, in diesem Sinne, wie auch immer. Wenn euch das Video gefallen hat, also mir hat es mega gefallen, weil ich habe meinen ersten Geocache gefunden. Ich gebe meinem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wenn es euch auch so geht, gebt es mir auch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es nicht schon gemacht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ja Leute, was ich bloß noch loswerden wollte. Ich habe hier auf meinem Handy die YouTube-App
die YouTube-Studio, wo man mir YouTuber immer schauen können, wie viele Leute das Video anschauen und. Und da habe ich entdeckt, dass 80% der Leute, die meine Videos anschauen, nicht meinen Kanal abonniert haben. Leute, es ist noch ein Platz frei. Abonniert den Kanal. Warum Kanal abonnieren, fragt sich jetzt der eine oder der andere. Naja, wenn ihr weiterhin solche Videos von mir sehen wollt, dann verpasst die nicht. Kriegt ihr immer eine Mitteilung und dann steht bei euch unten drin, Dirkie von Bavarian Explorers hat wieder ein Video hochgeladen. Also, Kanal abonnieren. Ciao.